Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Projekt. Ja, schon wieder einem. Ich werde meine Let's Plays niemals fertig kriegen. Pokémon Smaragd Edition. Drücke Start. Nein, das ist nicht Teil des Spielnamens. So, ohne große Umschweife mache ich das jetzt einfach mal. Interne Batterie ist verbraucht, bla bla bla. Nun, also, vor kurzem kam Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir raus. Remakes der Spiele Rubin und Saphir. Und, Smaragd war die Spezialedition zu Rubin und Saphir. Und deshalb dachte ich mir, machst einfach mal ein Let's Play davon. Und ich hatte gerade sowieso Bock darauf, mal wieder so ein älteres Pokémon-Spiel zu spielen. Also, ohne große Umschweife, starten wir jetzt das Spiel. Sorry, dass du warten musstest. Willkommen in der Welt der Pokémon. Mein Name ist Birk. Aber ihr nennt mich nur Professor Pokémon. Dies ist ein sogenanntes Pokémon. Ein Loturzel. Auf dieser Welt leben Wesen, die uns als Pokémon bekannt sind. Wir Menschen leben Seite an Seite mit ihnen, als Freunde oder als Arbeitskollegen. Und manchmal schließen wir uns mit ihnen zusammen und tragen Kämpfe gegen andere von uns aus. Doch obwohl wir den Pokémon so nahe stehen, wissen wir noch nicht alles über sie. Es gibt noch viele, viele Geheimnisse um die Pokémon. Um die Mysterien der Pokémon aufzudecken, widme ich mich der Forschung. Genau das tue ich. Und wer bist du? Ja, wer sind wir? Bist du ein Junge oder bist du ein Mädchen? Mal kurz nachgucken. Ich glaube, ich bin ein Junge. Ja, wir spielen einen Jungen. Fein, und wie heißt du? Natürlich könnte ich mich jetzt einfach Colin nennen, aber dieser Kanal ist ja Wolfpack. Deshalb nennen wir uns Wolf. Yeah. Ah, du bist also Wolf. Ja. Ah, okay. Jetzt habe ich es. Du heißt Wolf und bist gerade nach Wurzelheim, meinen Heimatort, gezogen. Gut, bist du bereit? Dein eigenes Abenteuer wird nun beginnen. Hab nur Mut und stürze dich in die Welt der Pokémon, wo Abenteuer, Träume und Freundschaft warten. Komm später in mein Pokémon-Labor, ich erwarte dich dort. Ladebildschirm, 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 Cutscene. So, wir sitzen in einem Umzugswagen übrigens. Und da ist der Ausgang. Moment, noch nicht. Erstmal möchte ich in den Optionen ein bisschen was ändern. Texttempo auf 3, Rahmen auf den hier. Ton auf Stereo natürlich. So, zurück. Und los geht's. Willkommen in Wurzelheim. Wolf, wir sind da, Schatz. Die Fahrt im Umzugswagen zwischen all den Sachen war bestimmt ermüdend. Nun, wir sind in Wurzelheim. Wie gefällt es dir? Das ist unser neues Zuhause. Ist das idyllisch? Man kann hier sicher wunderbar leben, meinst du nicht? Und du bekommst dein eigenes Zimmer, Wolf. Lass uns hineingehen. Siehst du, Wolf? Hier ist es doch auch schön, oder nicht? Die Pokémon machen für uns den Umzug, räumen alles ein und machen sauber. Das ist doch sowas von praktisch. Wolf, dein Zimmer ist oben. Schau es dir doch mal an, Spatz. Vati hat dir eine neue Uhr zur Begrüßung geschenkt. Vergiss nicht, sie einzustellen. Ja, wir sind jetzt in unserem Haus. Hier sind zwei Umzugs-Pokémon. Mundtier heißen die. So, der sitzt an unserem Fernseher und macht irgendwas komisches. Spielt er gerade Smash Brothers? Fugi! Und hat gerade verloren. Und der hier rennt die ganze Zeit mit dem Karton hin und her. Fitnesstraining. Wir gehen mal in unser Zimmer. So, das hier ist unser Zimmer. Mit einem Gamecube. Das ist ein Nintendo Gamecube. Ein Game Boy Advance ist angeschlossen und den ganzen als Controller. Und wir sollten unsere Uhr stellen, also machen wir es doch gleich mal. Die Uhr stehen geblieben. Stelle sie bis an und ziehe sie auf. Gut. Wir haben jetzt gerade 23.10 Uhr. Also werde ich die Uhr auch auf die Zeit einstellen. Einen Moment. Entschuldigung. Also, ich nehme recht spät auf. Es ist schon 10:10 Uhr. Und deshalb werde ich die Uhr auch entsprechend einstellen. Nö, 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 nö.
Ist jetzt korrekt, ja. Da kommt unsere Mutter. Wolf, wie gefällt dir dein neues Zimmer? Gut, alles ist wunderbar aufgeräumt. Auch im Erdgeschoss ist alles komplett eingerichtet. Pokémon-Umzugshilfe sind so praktisch. Oder solltest du einprüfen, ob dein Schreibtisch vollständig eingeräumt ist? Gute Idee. Wolf schaltet den PC ein. Was möchtest du tun? Das Itemlager prüfen, ein Item nehmen. Ein Trank ist hier. Das wusste ich noch von früher. Boah. Zurück. Die Controls sind ein bisschen dumm mit diesem Emulator. Aber naja. Ausrufezeichen. Oh, Wolf, Wolf, schnell, komm schnell her. Da, das ist der Redner von Blütenburg City. Ich glaube, Fati ist im Fernsehen. Und das war unsere Reportage über die Arena in Blütenburg City. Oh, schon vorbei. Ich glaube, Fati war im Fernsehen und wir haben ihn verpasst. Schade. Ach ja, einer von Fatis Freunden lebt hier. Professor Borg ist sein Name. Er lebt gleich nebenan. Da solltest du ihn übergehen und dich vorstellen. Dann machen wir das nochmal. So, dazu muss ich sagen, ich hatte gerade eben schon mal eine Aufnahme gemacht. Bin auch schon recht weit gekommen. Aber der Sound vom Spiel war viel zu laut, wodurch man mich überhaupt nicht hören konnte. Also das ist jetzt hier meine zweite Aufnahme. Nun, also da machen wir mal weiter. Und gehen direkt hier ins Haus. Ausrufezeichen. Oh, hallo, wer bist du? Ich bin der Punktemann. Oh, du bist Wolf, unser neuer Nachbar. Hallo. Wir haben ein Kind in deinem Alter. Meine Tochter freut sich schon darauf, deine Freundin zu werden, mit dir Freundschaft zu schließen. Okay, Frau, du hast Probleme. Dann gehen wir mal nach oben. Ein Mädchenzimmer. Erstmal verbotene Sachen angucken. Nee, Spaß. So, hier ist ein Pokéball und da ist ein Mädchen. Was? Was? Wer bist du denn? Ich bin der Punktemann. Ach, du bist Wolf. Nee, ich bin der Punktemann. Nee, du bist Wolf. Du bist heute hierher gezogen. Ich bin Maike. Schön, dich kennenzulernen. Ich habe diesen Traum, mit Pokémon in der ganzen Welt Freundschaft zu schließen. Ich habe schon von dir gehört. Mein Vater, Professor Burke, hat mir von dir erzählt. Ich habe gehofft, dass du nett bist, Wolf, und wir Freunde werden. Es ist nicht albern, ich habe dich doch gerade erst kennengelernt. Oh nein, das habe ich dann total vergessen. Ich sollte Vater doch helfen, ein paar wilde Pokémon zu fangen. Wolf, wir treffen uns später. That was awkward. Nun gut, dann gehen wir mal. Kurze Frage an die Zuschauer, auch wenn mir keine Sau antworten wird. Seid ihr Pokémon-Fans? Habt ihr früher Pokémon gespielt? Spielt ihr Pokémon immer noch? Und habt ihr vielleicht dieses Spielfilm mal gespielt? Nun gut, gehen wir erstmal hier um. Hallo. Da ist ein fürchterliches Pokémon. Ich kann seinen Ruf hören. Ich würde mir ja gerne mal ansehen, was da los ist, aber ich habe kein Pokémon. Kannst du nicht für mich nachschauen, was da los ist? Ja, ich habe gerade nichts Besseres zu tun. Hilfe! Du da drüben, Hilfe, Hilfe! In meinem Beutel, da findest du einen Pokéball! Ja, okay. Und wir können uns unser Starter-Pokémon aussuchen. Also mal am Anfang immer die Auswahl zwischen drei unterschiedlichen Startern für alle, die Pokémon nicht spielen. Also, wir haben hier das Waldgecko-Pokémon Gekkabor vom Typ Pflanze. Das Küken-Pokémon Flamly vom Typ Feuer. Und das Lehmhüpfer-Pokémon Hydropie von Typ Wasser. Und das werde ich jetzt noch nehmen. Weil in meinem Let's Play von Omega Rubin, dem neuen Pokémon-Spiel, habe ich Gekkabor genommen. Und ein Flamly hatte man ein X und ein Y geschenkt bekommen am Anfang. Über die Wi-Fi-Connection. Das werde ich jetzt ein Hydropie nehmen. Willst du dieses Pokémon? Ja. I heard you like Mudkips. Mudkip ist der englische Name für Hydropie. Unser erster Gegner, ein Zickzass. Los, Hydropie. Yay. Und Tackle. Typischer rundenbasierter Pokémon-Kampf eben. Zickzass setzt auch Tackle ein. Hydropie setzt nochmal Tackle ein. Es heult uns an. Nimm, 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 nimm. Physischer Angriff sinkt. Und ich tackle es weg. Und der Tackle geht daneben. Was soll denn das? Oh, komm schon. Bumm. Und weg. Arr. Texas Wild wurde besiegt. Hydropie erhält 17 E-Punkte. Nein, leider keine Punkte für den E-Shop. Erfahrungs. Puh. Ich habe im Hunkers Pokémon studiert, als ich angesprungen wurde. Du hast mich gerettet. Vielen, vielen Dank. Oh, hi, du bist doch Wolf. Aber dies ist nicht der Ort für ein Schwätzchen. Komm doch mit in mein Pokémon-Labor, okay? Du bist also Wolf. Mein Vater hat mir schon viel von dir erzählt. Ich habe auch erfahren, dass du noch kein eigenes Pokémon besitzt. Entschuldigung. Aber wie du eben gekämpft hast, diese Gelassenheit. In deinen Adern fließt wirklich das Blut deines Vaters. Ja, ist irgendwie biologisch bedingt. Als Dank dafür, dass du mich gerettet hast, möchte ich dir das Pokémon schenken, das du dabei benutzt hast. Wolf erhält Hydropie. Yay. Willst du dem Hydropie einen Kursennamen geben? Ja. Ich plane, möglichst viele Leute aus dem Wolfpack-Clan zu verewigen. So, und mein Hydropie, wie nenne ich es denn? Ich nenne es einfach mal...
Marble. Nach Marble, Mann. Aus dem Wolfpack-Clan. Wenn du dich mit Pokémon beschäftigst und Erfahrung sammelst, wirst du mit Sicherheit ein sehr guter Trainer. Mein Kind Mike studiert ebenfalls Pokémon, hilft mir dabei sehr. Wolf, meinst du nicht, es wäre eine gute Idee, wenn du dich mit Mike triffst? Ja, na klar. Ich treffe mich immer gerne mit 10-jährigen Mädchen. Großartig, Mike wird es sicher auch sehr freuen. Ja, klar. Mike soll dir beibringen, was es bedeutet, ein Trainer zu sein. Okay. Na, dann gehen wir doch mal los. Dim, 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 dim. So, wir sind jetzt hier auf Route 101. Ey, Typ. Welcher Pokémon springt dich im Gras gerne an? Wenn du Pokémon fangen willst, musst du ins hohe Gras gehen und sie suchen. Na, machen wir das doch mal. Blip, 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 blip. Was für ein schöner Spaziergang! Ein bestes Pokémon erscheint. Ein Wampel. A.K.A. das Käfer-Pokémon, das keiner so braucht. Los, Mabel. Setz Tackle ein. Hoffentlich sage ich nicht so oft Mabel, weil das würde dann diesen unser Mädchen aus Gravity Falls erinnern. Nimm, 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 nimm. Initiative sinkt, also Geschwindigkeit. So gut Deutsch. Nochmal Tackle. Und nochmal Tackle. Und bam, weg ist es. Nee. Mabel hält 15 EP-Punkte. EP-Punkte? Nee. Sind deine Pokémon Brüder, bring sie in den Pokémon Center. In Rosalstadt, gleich um die Ecke, gibt es ein Pokémon Center. Dann gehen wir da doch gleich mal hin. Oh, vorher kommt noch ein neues wildes Pokémon. Ein Fifien. Ein Wolf-Pokémon. Und deshalb werden wir uns auch eins fangen, sobald wir Pokébälle haben. So, setz Tackle ein. Das wird dann quasi eines der führenden Mitglieder unseres Teams. Mal sehen, wie ich es nennen werde. Seine Weiterentwicklung Magnayen wird dann noch mehr aussehen wie ein Wolf. Aber ein Wolf im Team zu haben, ist natürlich im Prinzip wichtig für diesen Kanal. Aber 23 Erfahrungspunkte. Dödödödüm. Mabel erreicht Level 6. Und er erlernt Lehmstelle. Eine neue Attacke. Dim, 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 dim. Ist hier noch irgendwas? Nee. Na dann. Wir kommen in Rosalstadt. Wir gehen erstmal ins Pokémon Center. Dim, dim, dim. Wir heilen deine Pokémon. Und wir wollen nichts dafür haben. Scheiß auf 4 Jahre medizinisches Studium. Einfach einen Ball auf eine Maschine legen und das Ding ist geheilt. Denn Pokémon sind wieder topfit. Und jetzt ist halt wieder vorbei. Also, zu gut Deutsch, verletze deine Pokémon mit Absicht, damit du wieder hierher kommst. Ja. Nun gut. Verstörende Erlebnisse. Sprechen wir mal diesen Typen hier an. Hi, ich habe denn einen Pokémon-Supermarkt. Kommst du bitte einmal mit mir? Klar, mit fremden Männern mitgehen ist immer eine gute Idee. Dies ist ein Pokémon-Supermarkt. Er ist an dem blauen Dach erkennbar. Wir verkaufen jede Menge nützlicher Dinge, wie Pokébälle, mit denen man Pokémon fängt. Ach! Ich dachte, damit fängt man Digimon. Hier, das ist ein Item, quasi als Werbegeschenk für dich. Trank erhalten. Wir hatten es auch schon, nein, aber danke. Wolf packt Trank in die Itemtasche. Ein Trank kann zu jederzeit eingesetzt werden. Da ist er in meisten Situationen wertvoller als ein Pokémon-Center. Ja, das ist der Markt, aber wir können noch nicht wirklich viel kaufen. Also, lassen wir das mal sein. Dim, dim. Die Musik in dieser Generation von Pokémon ist sehr schön geworden. Route 103. Und da oben steht Maike. Hi, Maike. Mal sehen, das Pokémon von Route 103 besitzt. Ausrufezeichen über den Köpfen. Oh, hi, Wolf. Oh, ich kann schon sehen. Mein Vater hat dir ein Pokémon geschenkt. Wenn wir schon mal hier sind, lass uns doch kämpfen. Kämpfen. Ich gebe dir Vorgeschmack auf das Leben als Trainer. Dann lass uns kämpfen, Mädel. Dim, 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 dim. Eine Herausforderung von Pokémon-Trainer Maike. Gekabor wird von Maike in den Kampf geschickt. Dum, 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 dum. Los, Mabel. Mabel. So. Tackle ist erstmal weg. Oh fuck, das ist kein Silberblick. Physische Verteidigung sinkt. Los, Tackle. Wow. Random Crit. Nochmal Tackle. Aua. Natürlich geht's daneben, was denn sonst? Ich muss jetzt nochmal Pfund ein. Das könnte gefährlich werden. Oh, natürlich geht's daneben. Und ich setze nochmal Pfund ein. Ich glaube, ich muss gleich einen Trank einsetzen. Ja, ich setze mal den Trank ein, damit. Wir wollen ja nicht in unserem ersten Kampf gleich K.O. gehen. Gekabor greift zuerst an, weil es schneller ist als unseres. Gekabor wurde besiegt. Mabel hält 69 E-Punkte.
Ding, dududududum. Abel erreicht Level 7. Pokémon-Trainer Michael. Wow, das war spitze. Wolf, du bist ein Naturtalent. Wolf gewinnt 300 Poké-Dollar. Oder Yen. Ich glaube, ich weiß jetzt, warum mein Vater dich ausgesucht hat. Ich meine, du hast dein Pokémon erst seit kurzer Zeit und es mag dich bereits. Du wirst es einfach haben, dich mit jeder Art von Pokémon anzufreunden. Nun wird es aber Zeit, zurück ins Labor zu gehen. Ja, das machen wir aber im nächsten Part. Das war der erste Part von Pokémon Smaragd Edition. Und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Ciao.